tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Resladero vor. Resladero ist ein Pokémon ohne Entwicklungsstufen und das einzige Pokémon mit der Typkombination Kampf-Flug. Damit hat es eine Schwäche gegen Elektro, Eis, Psycho, Flug und Fee, eine Resistenz gegen Pflanze, Kampf und Unlicht, eine Doppelresistenz gegen Käfer und eine Immunität gegen Bodenattacken. Resladeros Statuswerte sehen auf den ersten Blick nicht sonderlich gut aus, lediglich seine gute Image sticht hier hervor. Diese wird allerdings durch seinen eher durchschnittlichen Angriffswert und eher unterdurchschnittlichen Defensivwerten nicht sonderlich gut unterstützt. Dennoch kann Resladero eine tödliche Kampfmaschine sein. Die EV verteilt man voll in Angriff und Verteidigung, dazu ein hartes Wesen, um den Angriff noch weiter zu steigern. In die Init müssen wir hier nichts investieren, da diese zum einen sowieso schon ziemlich hoch ist und zum anderen wegen seiner Fähigkeit Entlastung. Diese verdoppelt seine Init, wenn er sein Item verliert. Auf 554 Init können ihn selbst die meisten Wahlschall-Pokémon nicht mehr überholen. Für alle, die es genau wissen wollen, auf Basis 119 mit Init plus Wesen bzw. Basis 136 mit neutralem Init-Wesen und einem Wahlschall würde man dieses Resladero noch überholen können. Das sind jedoch alles von Pokémon, welche im Normalfall nie mit einem Schall gespielt werden. In kurz, das einzige, was dieses Resladero eigentlich noch überholen kann, sind Prio-Attacken. Was übrigens auch einer der beiden Gründe ist, weshalb die EV in der Verteidigung und nicht in den KP sind. Da mit Ausnahme von Vakuumwelle, welche Resladero nicht effektiv trifft, alle Prio-Attacken physisch sind. Der andere Grund ist übrigens, um die effektive Heilung von Ableitip zu erhöhen. Ableitip sorgt dafür, dass Resladero immer im gesunden KP-Bereich bleibt, damit er im Zweifelsfall auch eine Prio-Attacke überleben kann. Akrobatik ist allerdings Resladeros stärkste Attacke, zumindest nachdem er sein Item verloren hat. Feuerschlag ist eine Coverage gegen häufig gespielte Pokémon wie Tentantel, Xerox oder auch Duokles, Durengard und das normale Rotom, da die letzten drei auch die einzigen Pokémon sind, welche eine Resistenz oder Immunität gegen beide von Resladeros Step-Attacken aufweisen. Mit Schwertanz hat Resladero noch eine Möglichkeit, seinen Angriff zu boosten. Als Item nutzt man eine Citrobeere. Zur Spielweise. Resladero wirft man am besten vor einen physischen Angreifer. Versucht nicht, ihn in Attacken reinzuwechseln, sofern ihr nicht sicher seid, dass eine Bodenattacke vom Gegner kommt. Nutzt erstmal einen Schwertanz und lasst euch einmal von eurem Gegner treffen. Wenn der Gegner euch nun unter 50% der KP haut, so aktiviert sich eure Citrobeere, heilt euch ein wenig hoch und aktiviert die Entlastung. Außerdem verursacht die Akrobatik nun doppelten Schaden, da ihr kein Item mehr tragt. Jetzt habt ihr doppelten Angriff und doppelte Init und könnt anfangen zu sweepen. Akrobatik verursacht enorm viel Schaden und Ableitip gibt euch eine Möglichkeit, euch zu heilen, damit ihr Prio-Attacken besser wegstecken könnt. Sollte der erste Angriff euch nicht unter 50% der KP hauen, dann keine Panik. In diesem Fall einfach einen weiteren Schwertanz boosten und anschließend unter 50% hauen lassen. Auf plus 4 sweept es sich nochmal deutlich besser als auf plus 2. Ziel ist es, Resladero fit zu halten, damit er möglichst lange sweepen kann. Resladeros größter Feind ist Fiaro, da ein Sturzflug locker ausreicht, um Resladero über die Bretter zu schicken. Ansonsten müsst ihr aufpassen vor Pokémon, welche eine plus 2 Step Akrobatik überleben können und wahlweise mit enorm starken Attacken zurückschlagen können oder euch mit Irrlicht oder Donnerwelle verkrüppeln können, beziehungsweise mit Drachenrute, Wirbelwind oder Brüller zum Auswechseln zwingen, da Resladero ohne Item keinen weiteren Boost durch Entlastung mehr bekommen kann. Versucht solche Pokémon anzuschwächen und Fiaro ganz aus dem Weg zu räumen, bevor ihr Resladero in den Kampf schickt. Tarnsteine helfen euch dabei sehr. Den Rest eures Teams könnt ihr wieder bauen, wie ihr wollt. Versucht wie immer nicht ein Team, um Resladero zu bauen, sondern packt Resladero in ein Team, welches noch einen starken Setup-Sweep benötigt. Das war's jetzt von meinem Resladero und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.